Kabinett Nightfly. So der Name des Kneipenabends in Plauen, der an den Erfolg des Kneipenfestes im letzten Jahr anzuknüpfen versuchte. Rund 2000 Nachtschwärmer pendelten somit zwischen 20 verschiedenen Kneipen und gleichzeitig 20 verschiedenen Bands oder Acts hin und her. Im Irish Corner und der Oheimpassage kam einem Country-Musik um die Ohren und wurde von den Gästen auch sehr spitze angenommen. Doch lange sollte man es hier nicht aushalten, denn das ist ja der Sinn einer Kneipentour. Im Krokodil gab's Blues vom Feinsten. Bluesgang gab hier ihr Können zum Besten. Das Publikum bedankte sich mit einem längeren Aufenthalt in dieser Kneipe. In der Höhle war wie immer Holiday angesagt. Und wem das Herumziehen zu viel wurde, der blieb einfach hier. Allerdings blieben auch manche Gaststätten mager gefüllt, was von den Besitzern auf mangelnde Werbung im Vorfeld zurückgeführt wurde. Auch der 20-Minuten-Takt der Shuttlebusse dauerte manchem zu lange. Gegen 13:30 traf ich dann allerdings im Blickfeld der Plauener Night Idol noch eine kuriose Truppe. Simone, Frank, Silke, Sven, Norman, Anke, Andrea und Antje. Sie wollten mit dem Outfit aus den 20er Jahren für Aufsehen sorgen und hatten sich als Ziel gesetzt, in allen Kneipen ihr Aussehen zum Besten zu geben.